Genau. Hat geklappt. Klappt, dann haben wir hier eine Küche. Haben wir hier. Ich glaube, dass du hier nicht reinpassen wirst. Falls man durchgucken möchte nachts. Wenn die Platzangst haben, ist das auf jeden Fall nichts, aber. Ui. Na, was sagst du? Nice, cool. Heftig, oder? Ich bin gespannt, wie das von innen aussieht. Ich dachte, wir kriegen einen anderen tatsächlich. Aber ja. Da steht auch schon am Start. Ist noch wach. Mächtiges Gerät. Ich bin jetzt gerade aufgewacht. Mächtig. Ich dachte sich, ich muss in die Trage, warum? Mächtiges Gerät, ne? Voll cool. Was geht ab, Team Tapia? And welcome back to einem neuen Video. Und in diesem Video machen wir uns los mit unserem neuen Wohnmobil auf die Autobahn. 2 Wochen werden wir unterwegs sein. Aber Kenner ist das, es ist kein Wohnmobil, würde mein Papa jetzt sagen. Es ist ein Wohnmobil. Doch, ist es ein Camper? Schreibt mal in die Kommentare, ist das ein Camper oder ist das ein Wohnmobil? Auf jeden Fall, lasst schon mal ein Abo da, wenn ihr auf der Reise dabei sein möchtet. Like das Video und in diesem Video geben wir euch mal eine leere Roomtour von dieser wunderschönen Gerätschaft, den ich gerade abgeholt habe. Ich bin selber ganz gespannt. Ich habe ihn nämlich auch noch nicht von innen gesehen. Aber damit ihr erstmal von außen eine kleine Übersicht bekommt, wir werden zu viert unterwegs sein. 2 Erwachsene, 2 Kinder. Volkswagen. Das Baby nennt sich Family Finca. Zum Film einmal das Kind entbunden. Entbunden. Wortspiel. So, ich weiß nicht, ob wir da rein, ohne zu gucken. Ja, ohne zu gucken. So läuft das in der Familie. Mit Schmack ist einmal aufziehen. Oh. Genau. Hat geklappt. Cool. Auf jeden Fall hier schon mal eine Trittstufe, damit tollpatschige Menschen wie ich da nicht drunter putzen. Und Juna zum Beispiel. Juna zum Beispiel. Wow. Und so sieht das Baby von innen aus. Nice. Was sagst du? Wow, richtiges Hochbett hier. Ja, ne? Voll cool. Wie kommt man da hoch? Jumpen? Ja, was, wie denn sonst? Brauchst du noch eine Treppe oder was? Ja. Geh doch einfach da rauf. Okay. Also hier kann man natürlich sitzen. Man kann diesen Sitz noch umdrehen. Und haben wir einen Tisch jetzt? Ja, der Tisch ist hinten. Ich wusste, dass du das fragst. Oh Gott, sagen wir für die Fahrt wird es tatsächlich ein bisschen eng, hat sie gesagt. Deswegen den kann man aber da hinten einklappen, den Sitz nach vorne schieben, den Sitz quasi hier drehen. Ja. Und dann hätten wir hier quasi einen Sitzplatz für uns vier. Ah, verstehe. Genau, so ist das. Hier ist dann mein Bereich. Okay. Genau, ist dein Bereich. Warte mal, wir schauen mal, wie es hier ausschaut von außen. So sieht das aus. Ne? Ja, dann kannst du rausklappen. Dann haben wir hier eine Küche. Dann haben wir hier Kochbereich. Genau. Und Spüle. Genau, fließendes Wasser haben wir auch. Ja, wir müssen mal schauen, wie das funktioniert. Jetzt gibt es ein Video dazu auf jeden Fall. Dann was ganz, ganz cooles, will ich mal zeigen, wenn du hier so stehst. Schieb mal das Gitter hier zu. Das ist einfach super nice. Da kann man sogar bei offener Tür schlafen, wenn es mal richtig heiß wird auf dem Campingplatz. Und man hält halt die ganzen Fliegen und Mücken. Ja, weil wir wurden schon richtig zerstochen. Juna vor allem. Juna vor allem. Juna lieben sie. Ja, Juna ist auch eine ganz süße. Ja. Dann hier an der Seite sehe ich schon, haben wir den Kühlschrank. Genau, schieb mal raus, muss man ein bisschen Schmackes. Genau, ja, genau, sowas ist das hier, genau. Verstehe. Da ist noch so ein Fach, das kannst du auch rausschieben. Hier, und da drüben ist hier ein kleines Stück. Ja, und guck mal, wie tief das ist einfach. Das ist wahnsinnig tief. Ich war voll erschrocken, guck mal. Ja, voll gut. Ja. Hier haben wir Licht anscheinend. Genau. Ich weiß gar nicht, welches Licht, da müssen wir uns noch ein bisschen einfinden. Ah, guck mal. Und auf die andere Taste. Dann haben wir hier oben noch so einen LED-Stripe. Bordcomputer für alles, was dazu ist. Wasser, Licht, Batterie. Alles, was man halt so braucht. Temperatur. Dann. Hier haben wir offensichtlich ein Badezimmer. Das wird jetzt voll schwer zu filmen, weil das so eng ist hier. Badezimmer. Ich filme das hier mal flott für euch. Und zwar ein Badezimmer, wie man unschwer erkennen kann. Hier einmal eine Toilette. Hier auch so ein bisschen Staumöglichkeit, was zum Aufhängen. Ein Spiegel mit einer schönen Beleuchtung, wo ich mich dann morgens nochmal fertig machen kann. Hier haben wir das Waschbecken und auch die Armatur. Und das kann man nämlich hier rausziehen. Und dann kann man hier nämlich tatsächlich auch duschen, indem man das da oben aufhängt. Ja, genau. Und den Spiegel verschiebt, das müssen wir nochmal reinfuchsen hier. Genau, das müssen wir nochmal uns anschauen. Online, wie das funktioniert. Was ist da unten? Da ist ein Schränkchen für Utensilien, ne? Ja? Ja. Oh, Tatsache. So, dann haben wir hier noch Stauraum. Schieb mal auf, wir haben uns das noch gar nicht angeschaut. Das müssen wir gleich noch befüllen. Praktisch ist, hier ist alles mit so einem Knopf, damit das unter der Fahrt natürlich nicht aufgeht, ne? Hier für Besteck etc.
das hier, das ist der Kühlschrank. Das ist der Kühlschrank, genau, da unten auch noch. Hier auch noch mal Fächer. Und dann haben wir hier noch Stauraum, wo unser ganzes Zeugs reinkommt. Mal schauen, ob das alles da reinpasst. Sieht gar nicht so groß aus, aber wir haben relativ viel Stauraum. Wir haben da hinten was, da hinten Schränke, hier hinten in der Ecke noch sogar eine kleine, guck mal, zum Aufhängen für Jacken oder sowas, ne? Ja, hier so eine kleine Kleiderstange. Ja. Witzig, müssen wir Kleiderbügel machen. Ja, vielleicht ein, zwei, hier auch noch. Und das richtig, richtig Coole, hier kann man sich den Sternenhimmel anschauen. Und man hat hier aber gleichzeitig erstens einmal, falls man durchgucken möchte nachts. Ja. Aber wenn man es dunkel haben möchte, hier auch noch so ein Verdunklungsrollo. Verdunklungsrollo. Richtig nice. Und genau dasselbe auch hier hinten an diesen kleinen Fenstern. USB-Anschluss für Handy zum Laden etc., was man so kennt. Oh, guck mal, hier kann man sogar das Auto auf- und zusperren. Steckdosen, Lichtschalter. Hier schlafe auf jeden Fall ich mit Josh, weil ich glaube, dass du hier nicht reinpassen wirst. Das ist für kleine Menschen wie mich. So, man fragt sich ja, gut, der Platz für uns alle wird ein bisschen eng. Ist jetzt nicht wie bei uns zu Hause 2x2 Meter Bett. Deswegen gibt es hier noch einen Schlafplatz. Ach, guck mal, da geht sogar eine Klappe auf. Das macht man so, bupp. Und dann hat man hier eine Fläche. Wow, richtig groß, ne? Ja, relativ groß. Ich glaube, Schatzi, da musst du schlafen. Das ist zu klein für mich. Nee, das klappst du noch um und dann. Guck mal, das klappst du noch so um, dann hast du hier so eine längere Fläche. Ich weiß es nicht. Das wesentlich länger als hier. Meinst du? Ja. Ja? Aber müssen wir auch mal austesten. Geh doch mal rauf. Schau. Oh, hier oben gibt es auch ein Fenster. Guck mal, kann ich zumachen? Genau dasselbe. Oh, warte mal. Schau, das ist, glaube ich, besser für dich. Warte mal, kurz checken. Also für Menschen, die Platzangst haben, ist das auf jeden Fall nichts. Aber toi, 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 geht hier bei mir. Also ich habe auch keine Platzangst oder sonst was. Ja, will ich so halt schlafen oder so. Geht das schon mit Juna, ja? Ja? Ja, die okay. Geht schon klar auf jeden Fall. Kann man während der Fahrt auch hier da oben schlafen? Ist sowas erlaubt? Du nicht. Nee, ne? Das wär's, ne? Hier kommt schön Penn da oben. Das wär cool. So, mal los, wie komme ich hier runter jetzt? Oh mein Gott. Drückt ihr den Knopf und dann fährt sich das hier oben wieder rein. Cool. Und dann geht die Leiter rein. So, am besten auch dahin in die Ecke, dass uns nicht entgegengeflogen kommt hier. So, und last but not least, das ist der Fahrerraum, wie man es eigentlich von so einem VW-Bus kennt. So diese T5-Busse und so. Also mir ist das alles irgendwie vertraut, weil ich schon häufiger Volkswagen gefahren bin. Wir beladen jetzt das Fahrzeug, fahren auf die Autobahn. Und wir sind sehr gespannt, was ihr hier zum Camper sagt. Und urlauben dann. Urlauben dann. Schreibt es. Genau. Folgt uns auf Instagram, wenn ihr live dabei sein wollt. Schreibt in die Kommentare, wie ihr den Camper findet. Und ja, let's go, würde ich sagen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Wenn es wieder heißt: Johnny, Jody, Juna und Josh. Josh.